Schaut, der Markus Söder ist aus meiner Sicht eine sehr problematische Figur. Denn es war ja Markus Söder, der die letzten 3 Jahre in Deutschland die Impfpflicht gefordert hat, den Corona-Wahnsinn ausgelöst hat, quasi ein Corona-Autokrat war dort, der die Leute in die Masken gezwungen hat, damit seine Amigos verdienen, der wie ein Wendehals dort gegen die eigene Bevölkerung agiert hat und jetzt zum Beispiel in Bayern Freiheit plakatiert. Und ich bringe diesen Opportunismus, diese Lüge, diese Demenz, diese politische auf den Punkt. Er ist jener, der jetzt die Obergrenze fordert, ist Obergrenze, sagt er. Und er ist jener, der vor 3 Monaten Angela Merkel den Verdienstorden gegeben hat, für die vielen Toten des Einzelfalls. Der Markus Söder ist ein verlogenes Subjekt, wie die Hildegard Knef so schön gesungen hat. Und das bringe ich dort auf den Punkt. 2011 wollte er die AKWs alle zutrauen als bayerischer Umweltminister. 2023 sagt er jetzt, man muss sie wieder hochfahren. Das ist ein Mensch, der keinerlei Linie hat und jeder Wetterhahn auf einem bayerischen Kirchturm hat eine klarere Linie als der Markus Söder. Und daher helfe ich der AfD, das, und das sage ich ja immer, wählst du die AfD, tust du Markus Söder weh. Und das propagiere ich in Bayern mit voller Lust und Herzlichkeit. Können wir vielleicht unseren Zuschauern, die ja nur zu einem ganz kleinen Teil Bayern sind, übrigens